Hallo Freunde und willkommen heute mit einer guten Nachricht für die Linux-Fans, ganz besonders für die Kali-Fans unter euch. Und zwar will ich euch heute verkünden, dass die Microsoft-Entwickler nun Kali Linux ganz offiziell in den Microsoft Store hier aufgenommen haben. Ja, das bedeutet, wir können uns jetzt Kali Linux App hier einfach hier aus dem Microsoft Store herunterladen und installieren. Geht ziemlich schnell und einfach mit ein paar Klicks hier. Ja, sieht hier so aus. Das läuft allerdings genau nur ab Windows 10. Ja, auch ein bisschen neuere Version. Und unter dieses Windows Subsystem für Linux. Ja, das bedeutet, diese Feature, diese Option, das muss auf unserem System aktiviert sein. Oder wir müssen das aktivieren halt. Ja, dieses Subsystem für Linux, Windows, das können wir vielleicht einmal, genau, zum Beispiel bei der PowerShell hier, ja, wir rufen uns eine PowerShell hier auf als Administrator und geben hier die folgende Zeile hier ein, ja, enable-windows-optional-feature-online-feature-name-microsoft-windows-subsystem und Enter. Genau, das dauert ein paar Sekunden, bis, genau, schon ist es durch. Bei mir war das jetzt schon aktiviert, ja, deswegen brauche ich jetzt auch keinen Neustart hier. Aber ja, bei euch, wenn ihr das zum ersten Mal aktiviert, ja, oder deaktiviert war, beziehungsweise und es aktiviert, dann werdet ihr, glaube ich, auch aufgefordert, also den Rechner einmal komplett neu zu starten, damit die Einstellungen hier richtig übernommen werden. Genau, das lasse ich jetzt, weil ich das jetzt nicht brauche. Genau, und hier haben wir die Möglichkeit, nachdem wir das aktiviert haben, wir können uns jetzt hier Kali Linux hier einfach starten bzw. herunterladen und installieren. Bei mir ist das jetzt schon installiert, ja, um Zeit zu sparen, weil das dauert doch 2, 3, 4 Minuten, je nachdem. Und ja, ich schließe das jetzt einfach mal. Wenn wir uns das hier an der Startleiste angeheftet haben, dann können wir hier rüber direkt starten oder aber über die CMD, wenn wir hier einfach Kali eingeben, ja, und schon haben wir hier eine, ja, Kali Linux Umgebung halt und können direkt loslegen. Wir können uns jetzt hier die Programme ganz normal installieren, ja, mit weiß ich nicht, sudo apt-get, ganz normal, wie wir das kennen, und hier metasploit vielleicht, metasploit, ja, ganz normal wie framework, zack, jetzt brauchen wir das Kennwort hier, was wir uns vergeben haben, und schon haben wir die Möglichkeit, unsere Tools hier zu installieren. Genau, dieses, also wenn wir jetzt zum ersten Mal installieren hier, dann werden wir, ich kann das mal, ich mache jetzt hier nein, und ich kann euch versuchen mal, ich lösche mir jetzt einfach mal, ich zerschieße mir jetzt einfach mal das System hier, damit es nicht mehr startet. Hier brauchen wir ein sudo natürlich. Zack, wenn ich jetzt rausgehe und nochmal raus und Kali starte, genau, das startet jetzt nicht mehr. Das ist jetzt hier auch eine Möglichkeit, wenn wir hier etwas kaputt machen und Kali nicht mehr startet, dann können wir auch gleich sehen, wie wir das zurücksetzen. Exit, ich schließe das einfach mal und jetzt einfach hier Apps und Features hier, und hier haben wir, genau, Kali Linux wird geladen, der wird jetzt aber nicht mehr geladen bestimmt. Weitere Optionen, und hier haben wir diese Reparatur oder Zurücksetzfunktion, Resetten. Ich setze einmal komplett zurück hier. Dauert vielleicht 2, 3, 4, 5 Sekunden. Und wenn das hoffentlich funktioniert, dann können wir auch direkt sehen, genau, das ist jetzt schon zurückgesetzt, der Verknüpfung ist hier auch schon weg.
Und jetzt können wir sehen, wie das direkt nach der Installation aussieht. Wenn ich jetzt hier starte, einfach Kali. Genau, das wird jetzt neu installiert sozusagen. Dauert einen kleinen Moment. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange hier, damit wir noch sehen können schnell. Aber gut, also wenn die Installation jetzt durch ist hier, dann werden wir aufgefordert, einen Benutzername einzugeben und ein Passwort. Und genau, nach der Installation sollten wir natürlich vielleicht erstmal ein Update drauf schmeißen und dann können wir halt ja unsere Tools installieren. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Genau, ja, das war es im Prinzip auch schon alles. Ich wollte euch noch mal schnell zeigen hier, weil ich das ganz gut finde. Ich dachte, es ist vielleicht zumindest für die Kali-Fans unter euch auch interessant, die das noch nicht wissen vielleicht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich habe gehofft, dass es hier durch ist, aber nein. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.